So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mafia Definitive Edition. Wir sind ja auf der Flucht aus dem Gefängnis und die Polizei will uns töten und. Wir müssen da raus. Wir haben den Politiker ja das Attentat gemacht, den haben wir erschossen. Das war alles wunderbar. Im Gefängnis sind wir gut durchgekommen, aber jetzt diese Flucht wird, ja, die wird richtig chaotisch, vor allem mit mir am Steuer, ne? Obwohl der Tommy eigentlich ein sehr guter Fahrer ist, aber ich muss ihn steuern, deswegen Hörst du hat er mir, so Matthias? seine, Ich bestätige. hat er so seine. Kollegen auf Central Island, Verdächtiger ist verschwunden. Weiter patrouillieren. Jetzt fahren wir da lang. Okay, auf geht's, komm. Auf geht's! Kollegen auf Central Island, Verdächtiger ist verschwunden. Weiter patrouillieren. Ach du Scheiße. Achtung, Straßensperre in Position. Wir haben ihn. Kollegen sind unterwegs. So, schauen wir, was aus der Kiste rauszuholen ist. Kollegen auf Central Island, Verdächtiger ist verschwunden. Weiter patrouillieren. Boah. Wir müssen echt gucken, dass wir da. Gott, mein Gott, nein, 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 wir müssen da lang. Weil dann können wir den. Um Waren. Ernsthaft? Bitte nicht. Das war so klar. Okay, wir müssen auf den Fall vorbei. Weg da! Aber geile Kiste, ey. Das Gefängnisbus so. Schnell! Die Cops sind hinter uns her. Ah, der ist echt geil, der Wagen. So, dann fahren wir in die Werkstatt. Aber wieso ist der ein. Ich bin falsch, eins zu früh bin ich reingefahren. Ja, quietschen die Reifen. So, jetzt. Jetzt sind wir right. Da müssen wir hin. Rein da in die Kajüte. Gerade, dass sie noch reinpasst, ne? So. Wir müssen auf jeden Fall. Jetzt habe ich die Tür versperrt, im Ernst? Okay, ne, kommen wir nicht rein. Okay, alles gut. Müssen wir auch so umgehen. So, nice. Das ist doch nicht sein Zuhause, oder doch? Total. Haben wir ein Haus Hast du gekauft? das von Turnbull gehört? Ja, Turnbull war total korrupt. In der Zeitung steht, man wird sich an seinen Kampf für den 19. Artikel erinnern. Er hat seine Karriere dafür riskiert. Welcher ist das nochmal? Frauenwahlrecht, du Idiot. Dank ihm darf ich wählen, Tom.
Genau wie seine Frau und seine 6 Töchter. Scheint, als hätte jeder 2 Seiten. Scheint so. Ich muss jetzt los. Tom, tu nichts, wofür du nicht in Erinnerung bleiben willst, okay? Dafür ist es zu spät. So, herrliche Aussichten, Trophäe erhalten, der Wahlkampf abgeschlossen. Ja, krasse Geschichte, aber geile Mission. Jetzt haben wir 2 geile Missionen gehabt. Man merkt, es geht langsam dem Ende zu. Und die Sarah, sie steht halt nach wie vor hinter ihm. Mega, mega, mega. Einfach zum Entspannen. Das hört sich zu einfach an. Exzellent. Ja, schmeckt toll. Das ist nur der Vorgeschmack. Ich habe gehört, dass von diesen Zigarren hier eine ganze Lieferung beschlagnahmt wurde. Ihr werdet sie mir beschaffen. Wir sollen Zigarren klauen. Wo ist das Problem? In unseren Nachtclubs werden sie uns gute Zigarren aus den Händen reißen. Es wirkt wie, keine Ahnung, Kinderkram. Du warst schon immer viel zu schlau. Dir macht man nichts vor. Kinderkram trifft's ganz genau. Danach soll es aussehen. Die Zigarren sind nur Tarnung für heiße Steine. In einigen Kisten sind geschmuggelte Diamanten. Aber die Feds haben sie nicht gefunden. Wir stehlen Diamanten von den Feds? Keine Sorge. Ich habe schon alle Einzelheiten mit Sam hier geklärt. Er sagt's euch. Jetzt muss ich den Bürgermeister in seinem Lieblingsherrenclub treffen. Schmiedet gemeinsam den Plan. Aber ich will die Zigarren, bevor jemand der Warenbeute auf die Spur kommt. Verstanden? Klar, Boss. Gut. Und trink nicht meinen besten Fusel. Wusstest du das? Wir haben gestern drüber gesprochen. Wir haben einen Plan. Es ist kein guter Plan, aber wir gehen nicht drauf. Wahrscheinlich. Na los, hilft uns dort jemand oder was? Nein. Wir sind auf uns gestellt. Das wird schwierig. Die Zigarren sind in Kisten am Hafen. Scheiße. Der Laden wird bestimmt gut bewacht. Ja, Gewalt hilft hier nicht. Wir machen's mit Köpfchen. Wir klauen einen Zolllaster und sind drin. Gott, müssen wir den armen Fahrer umbringen? Nein, wir jagen ihm Angst ein. Wir wollen nur seine Papiere. Gut, ich will keine Leiche loswerden müssen. Los, suchen wir nach einem Zolllaster unten bei den Docks. Alles klar, Tom? Ja, ich frag mich nur, was dahinter steckt. Dahinter steckt? Der Boss hat einen Job für uns und wir machen ihn. Es scheint nur verdammt riskant. Sogar für Diamanten. Wenn wir geschnappt werden, buchten sie uns lange ein. Dann dürfen wir nicht geschnappt werden. Oder? Ja. Ich habe am Hafen Sachen für den Auftrag versteckt. Geht zu Winnie, wenn ihr was Spezielles braucht. Ich brauche was hinter die Binde. Mann, Pauli, lass es doch mal einen Abend gut sein, bitte. Los, also, gehen wir. Ich weiß nicht, dieser Auftrag ist sehr, sehr fragwürdig, ne? Okay, sind wir weit gekommen. Hör auf. Du machst mich nervös, wenn du mit dem Ding spielst. Entschuldigung. Mir geht nur eine Menge durch den Kopf. Ach ja?
Dachte, da oben wäre gar nicht so viel Platz. Schaut euch ruhig tot. Glaubt wohl, ich hätte keine Pläne. Falsch gedacht. Ich habe große Pläne. Ach ja? Raus damit, woran arbeitest du? Tja, spiel mit dem Gedanken, eine Bank in der Stadt auszurauben. Eine Bank überfallen? Klar. Ich beobachte den Laden seit Monaten, hab alles genau geplant. Ich brauch nur ein paar Männer, die mir den Rücken frei halten. Ein Banküberfall ist etwas zu groß für uns. Wir beklauen doch auch die verkackten Feds, oder? Wo ist der Unterschied? Salieri ist der verdammte Unterschied, du Schwachkopf. Der Don wollte diese Zigarren haben. Ein Banküberfall segnet er nie ab. Muss er ja nicht wissen. Du willst den Don hintergehen? Nein. Nicht wirklich. Wir können ihm ja nach dem Ding einen Teil abgeben. Er wird sauer sein. Aber nur, bis er seinen Anteil hat. Ich weiß nicht, Pauli. Ja, ich weiß auch nicht. Tu, was du willst. Ich werde nichts sagen. Ich habe dir viel zu verdanken, aber wenn Salieri herausfindet, dass du hinter seinem Rücken arbeitest, landest du neben Morello. Keine Beute der Welt ist das wert. Er hat recht, Pauli. Frag den Don oder vergiss es. Ist ja nur ein kleiner Traum. Wach auf! Wir sind da. Tom, du nimmst die Karre. Such einen Zolllaster und triff uns beim Zolldepot. Wir holen das restliche Zeug. Gut. Bist du bei der Sache? Ja, ernst wie ein Priester. Genau das habe ich befürchtet. Ah, mach dir keine Sorgen. Alles klar. Ja, ja. Eine was soll ich machen? Ich will das Works Quarter. Muss man da irgendwo hinfahren? Okay. Schauen wir den ab. Der Pauli. Eieieiei. Das gut geht mit dem. So. Mach doch mal den Radio aus. Wir dürfen den doch nicht spielen. Nein. Okidoki. Ei, ei, ei. Der Pauli, der plant ein Ding hinter dem Rücken von Salieri. Das ist keine gute Entscheidung. Vor allem nicht, wenn man bei der Mafia ist, eigene Geschäfte zu machen. Man kennt's, man kennt's. Jo. Wir sollten vielleicht mal den da reinmachen. Nur aus Sicherheitsgründen. Oh,
Genau. Alter, die Kiste hört sich an. So. Okay, noch einmal links und dann. Park dort drüben, Tom. Mach mal. Wo ist meine Uniform? Hä? Mehr haben wir nicht, Kumpel. Vorne haben nur zwei Platz. Du sitzt hinten. Der Arme. Lass dich aber nicht blicken, sonst gehen wir baden. Quatsch nicht. Ich weiß, was ich tun muss. Hm. Das erzählst du sicher allen Mädchen. Bewegung. Ist ja gut, ist ja gut. Flucht. Das ist so klar, ne? Gemütlich da hinten, Tom! Was zur Hölle denkst du? Was haben wir für den Abschlepphof geplant? Keine Ahnung. Nach Kisten aus Kamerun suchen oder so. Wo die Zigarren herkommen. Weißt du, wie groß der Hof ist? Keine Sorge. Um diese Uhrzeit ist da nichts los. Wir haben freie Hand. Ach, Mist. Pete, hast du die Papiere? Im Handschuhfach. Was war das? Was war was? Was? Hier, bitte. Fahr weiter. Heute ist viel los. Wird schwer, einen Platz zu finden. Hast du das gehört? Das wird viel los sein. Passt schon. Wir müssen nur schnell reagieren. Genau das fällt mir schwer, Sam. Das weißt du doch. Oh je, ja, alle Böses. Vor allem, man sieht ihn kaum, den Hut und so. Wo wart ihr denn so lange? Wir müssen bis Sonnenaufgang die Lieferungen überprüft haben. Ja, Entschuldigung, wir konnten unsere Papiere erst nicht finden. Zeig, was wir tun sollen. Wir sind neu. Wir sind alle neu hier. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Kommt mit! Okay, Tom, das ist was für dich. Geh in die Lagerhalle und such nach der Zigarrenkiste mit den Diamanten. Okay. Hier wird über alles Buch geführt. Such also in ihren Akten. Du suchst nach Kamerun-Zigarren, kamen in einem Boot namens The Bohemia, angedockt am Dienstag, den 23. Klar? Ja. Nicht schnappen oder sehen lassen. Komm, wenn du fertig bist. Ajo, das auch noch. Verdeckte Ermittlung hier. Wo gehen wir da? Sie sind. Eieiei. Steht doch wer, oder? Oh Mann. Also gut. Wir gucken mal. Also hier oder hier? Wir gehen mal hier. What the hell? 1000 Leute hier. Ich glaube, das ist falsch gewesen, oder? Oder können wir da drüber? Boah, jetzt habe ich Glück gehabt, ne? Okay, gehen wir mal da lang. Oh mein Gott. Die Feds schieben heute Nacht Überstunden. Wieso?
Da stehen ja welche. Heieieiei. Jetzt, wenn ich den aber weglege, dann findet er den. What the fuck? Okay, wir müssen aufpassen, dass der das nicht sieht und er nicht sieht. So, schauen wir mal. Da muss ich erstmal. Okay, wir müssen den auf jeden Fall. Den und den dann danach machen. Okay. Das wird schwierig, Leute. Das wird verdammt schwierig. Den müssen wir gehen lassen. Ach, der steht hier. Okay, das war nicht so geplant, aber es hat funktioniert. Gut, gehen wir da. Wir sollten die. Oh oh. Okay, wir müssen da rüber. Das heißt, wir müssen da hoch. Jetzt warten wir schnell, bis der da weg ist. Jawohl, der dürfte uns nicht sehen, oder? Oh, da unten ist auch noch einer. Die Typen in Washington haben Wind davon bekommen, dass hier was Dickes durchkommt. Der stellvertretende Direktor gibt keine Ruhe, bis er weiß, was es ist. Ach, Zigaretten. Ich vergesse. Kaufen. Okay. Dann lesen wir das mal. Howie, ich habe eine Zigarrenkiste aus der Lagerhalle genommen. Ich habe den Verdacht, dass einige der Camerons, die wir von der Bohemia beschlagnahmt haben, verbergen könnte, wonach wir suchen. Geh ins Lagerhaus und kontrolliere die restlichen Kisten, wenn du da bist. Wir sehen uns morgen früh. Viel Glück. Aha. Das wird helfen. Ja, auf jeden Fall. Aber wir müssen aufpassen. Okay, dann zurück. So, jetzt müssen wir hoch. Kommen wir da wieder hoch überhaupt? Ja. Oder auch nein. Wir kommen da nicht hoch. Doch, denke ich mal doch. Aber hier nicht, okay. Okay, das war's wohl. Mein Gott. Okay, gut. Vielleicht hätten wir da drüben bleiben sollen. Ist das nicht das Lagerhaus? Das ist doch das Lagerhaus. Wieso bin ich? Wir müssen von da. Okay, warte mal, wir müssen da drüben, glaube ich. So schnell. So. Da kann man nicht rein, wir müssen da vorne rein. Okay, da müssen wir da drin bleiben, das ist eh ganz klar. Da müssen wir. Boah, jetzt müssen wir echt da. Ach so, da runter. Ja, ist gut. Okay, dann müssen wir erstmal. Jetzt schauen wir erstmal. Oh Gott. Nicht in Ihr Ernst. Los, Leute, macht schneller! Wenn wir mit den kleinen Kisten fertig sind, machen wir uns an die großen nebenan. Das Geld ist gut, aber diese Fets sind Arschlöcher. Ich habe sicher schon 100 Kisten. Puh. Jetzt, das Problem ist, runtergehen oder den da oben machen. Das ist das große Problem. Also reingehen tun wir da nicht. Ich warte, bis der wieder rauskommt.
hab ihn gefunden. Oh Gott sei Dank. Das war hart. Ich wollte mich da noch hinstellen und Kreis drücken, aber es war zu spät. Warum bin ich? So. Wir müssen. Okay, aber dann wäre der weg. Denn bringt uns eh nichts, oder? Sollen wir die mitnehmen? Wir später. Nehmen wir mit, komm. Aber die müssen wir verstecken. So. Okay. Gehen wir da rein. Alles nur Müll. Alles nur Müll. Da geht ein Fenster auf oder was ist da? Ah, okay, okay. Eine Notiz. Dringend. Wir sind auf unbekannte und wertvolle Schmuggelware aufmerksam geworden, die gerade die Anlage des Zollamts von Lost Heaven durchläuft. Eine unverzügliche Untersuchung aller beschlagnahmten Waren ist unverzichtbar. Die Zeit ist knapp. Sollten keine illegalen Waren gefunden werden, könnte dadurch die strafrechtliche Verfolgung hier im Empire Bay scheitern. Detective Joseph Grove. Aha, hier sind die Diamantos. Das sind hier voll die. Eieieiei. Oh. Das ist. Ich weiß nicht. Wir müssen da auf jeden Fall durch, da unten. Und drum waren wir. Ich weiß nicht, weil da unten. Das war mir zu unsicher hier. Da ist der Weg zu weit. Dann haben wir gedacht, okay, probieren wir den einfach. Und dann gehen wir lieber da lang. Da haben wir dann den Weg nicht zu weit. Aber das Risiko ist halt nichts. Wenn wir hier jetzt runtergehen, dass die zwei uns sehen, wenn wir da durchlaufen. Genau diese. Das ist das Problem. Das ist das große Problem. Hey, du sollst diesen machen. Na, komm her. Der wäre auf Seite gerannt. Der ist draußen. Jetzt müssen wir den irgendwie verstecken. Kann man da? Okay, kann man. Jetzt nehmen wir den mal hier. Legen den da hin. So. Dann ist der aufgeräumt. Gut. Nehmen wir den anderen. Wo ist denn der? Da vorne, okay. Da ist er. Scheiße. Boah, hier habe ich gedacht, habe ich gesehen, ne? Okay, so. Den räumen auch weg. Falle eines Falles. Tun wir auch dahinter. So. Dann hätten wir die weg. Perfekt. Hier. Der andere ist da drüben.
Ich sollte in die Akten schauen. Checken, was wo ist. Wir müssen erstmal den da hier wegräumen. Sehr nice. Okay, dann nehmen wir den da mit. Ich weiß nicht, was da noch rumfleucht. Schmeiß mal auch dahinter. Da oben ist ja keiner mehr. Da haben wir ja alles weggeräumt. Da oben. Gut. Okay, jetzt mal gucken, wie wir da reinkommen. Wahrscheinlich da nach oben. Mist. Der Hof ist so riesig. Also Jungs, überprüfen wir die Kiste, dann brechen wir sie auf. Es sind Hunderte. Wie schön für euch. Habt die ganze Nacht zum Suchen. Alter, was für ein großes Ding ist. Okay, wir müssen auf jeden Fall. Das sind die Dings. Okay, die sind zu zweit. Das wird. Das wird. Okay, wir sind jetzt bis hierher gekommen. Ich würde sagen, wir machen hier ein Folgenpäuschen, weil hier stehen wir richtig gut. Keiner sieht uns. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen bisher. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.